Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus den Federn, aus dem Sinn oder so ähnlich. Ein Blick aus dem Fenster verrät uns, da ist ein ordentlicher Kahn entstanden die letzten Folgen. Und mit dem würden wir auch mal demnächst weitermachen, wenn da nicht noch so ein paar Zwischenprojekte wären, die ich noch gerne machen würde. Zum Beispiel dieses Bücherregal hier abtragen. Was total bescheuert war gerade von mir, weil, naja, Katzen, ich weiß doch. Und zwar dieses Bücherregal, war jetzt blöd, dass ich das so abgetragen habe. Ich glaube, ich hätte es mit der Axt machen müssen, keine Ahnung. Ich wollte das mal hier auf die andere Seite machen. So, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das hier schon immer gestört. Und weil wir noch ein bisschen Holz haben, würde ich mal sagen, wir stellen uns neben das Bett mal so eine Art Nachttisch. Irgendwie würde ich das hier oben sowieso ganz gerne mal einrichten mit der Zeit. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich überlege mal kurz, ob ich hier mir sogar zufälligerweise gerade eben mal ein paar Zäune machen kann. Das geht tatsächlich sehr wohl. Denn da würde ich nämlich sogar mal da oben ein bisschen die Treppe hier ringsherum so ein bisschen absichern, sage ich jetzt mal vorsichtig, ne? So ein bisschen so eine Art Treppengeländer. Vielleicht, ja, vielleicht ziehen wir da mal sogar ein bisschen Holzblöcke noch nach unten, so dass die Decke nicht ganz so hoch ist. So ein paar Sachen, weißt du? Was mich halt immer schon irgendwie gestört hat. Irgendwie auch nicht, aber naja. Ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal da reitet das einen in irgendwas rein und dann fängt man an, hier an irgendwelchen altgewohnten Projekten herumzuschrauben, die eigentlich da schon Jahre stehen und nie verändert wurden. Aber ich weiß nicht, irgendwie wirkt mir das hier oben bisher, oder wirkte mir zumindest bisher alles noch ein bisschen, ich will mal vorsichtig sagen, ungemütlich. Ich weiß nicht, das ist alles so karg gewesen. Da stand halt nur das Bett so. Hier machen wir mal so eine Art Zwischenwand rein, ne? Dass wir das vielleicht so machen. Und das hier so ein bisschen drüber packen. Ja. Ne? Das ist, auf jeden Fall wirkt das erstmal so ein bisschen gemütlicher, als wenn wir hier direkt bloß die Treppe haben und dann hier so gar nichts weiter. So ein bisschen Mobiliar fehlt mir da noch. So, hier ein paar Bücherregale können wir ja noch hinsetzen. Dazu brauchen wir natürlich Leder. Und Hundis! Und was ich noch sagen wollte, diese Steinstufen hier am Wegesrand, die haben wir noch auf der Seele gebrannt das letzte Mal. Die wollte ich noch machen. Ja. Und die machen wir halt auch noch. Mal gucken. Zuallererst würde ich mal ganz gerne wissen, wie meine Hauswand jetzt aussieht hier. Oh ja. Gut. Ich würde mal sagen, das wuchert ein bisschen mehr als es soll. Und Minecraft, ja, Rechner gerade hochgefahren, klappt noch nicht so ganz. Nee, das fing mir gerade schon wieder an, hier in Richtung Asynchron zu gehen. Und das wollte ich jetzt noch schnell verhindern. Mal sehen, ob das hier noch was wird mit uns zweien. Naja. So, erstmal gucken, haben wir denn überhaupt noch solche Steinstufen? Wenn ja, wo? Ach hier, 64, das ist natürlich nicht so viel. Also, pass mal auf. Holz hier rein. Holzzäune hier rein. So, pass mal auf. Wir haben ja hier noch ein bisschen gebrannten Stein. Ich glaube, aus dem könnte man das machen, wenn ich jetzt nicht auf dem Holzweg bin. Ja, genau. Steinstufe, richtig, so war's. Gut, da würde ich mal sagen, machen wir mal ein paar. Wupp dich. Und, boah, keine Ahnung. Wupp dich. Und, wupp dich. Und das tun wir nochmal auseinandernehmen. Hier passt ganz genau. Wuppe dich. So. Mit der Schere in die Schafe. Immer mal wieder zwischendurch dürfen wir nicht vergessen.
Wir brauchen Wolle. Ganz, ganz viel weiße Wolle für unser Schiffchen. Und jedes Mal, wenn wir hier irgendwie dran vorbeilaufen, müssen wir mal mit dran denken, da mit der Schere durchzugehen, was jetzt gerade gar nicht so richtig funktioniert hier, weil irgendwie, wie gesagt, der Rechner noch kalt zu sein scheinen mag oder wie auch immer. Ja, Minecraft hier aus dem letzten Loch, weißt du, so 3 FPS. Ach nee, bitte nicht, bitte geh nicht darüber, bitte nicht. Du weißt, das ist dein Tod, ne? Ja, naja, ich hab dich ja gewarnt, was soll's. Dass das immer wieder passiert, dass die Viecher darüber machen. Das ärgert mich massivst. Ich bin echt am Überlegen, weißt du was? Ich bin sowas von am Überlegen, ob ich die Zäune höher mache hier, ne? Das mache ich jetzt. Ich habe hier die Schnauze voll. Och, Mann, ey, das ist aber auch hier. Ja. Nee, das nützt ja nichts jetzt. Das ist. Ich mache jetzt die Zäune höher. Ich weiß nicht, ob das jemals was bringt oder so, aber. Ich mach's mal. Ja. So. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist das auch bescheuert, oder? Nee, das gefällt mir nicht. Das sehe ich ja die Tiere von außen nicht mehr. Nee. Das war jetzt irgend so ein Schnapsgedanke, den ich mir ganz schnell wieder aus dem Kopf geschlagen habe. Nee, das sieht tatsächlich nicht gut aus. Das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Wir lassen das so, wie es ist, und wenn da halt mal ein Vieh rüberstrolcht zu den anderen, ja gut, dann ist es halt so, müssen wir halt mal das Schwert auspacken. Was soll's? Aber das machen wir tatsächlich nicht. Das sah nicht gut aus jetzt. So. Also kümmern wir uns jetzt erstmal um die Steinstufen. Nebenbei immer mal wieder ein bisschen mit der Wolle hier. Hadern, haben wir denn überhaupt noch ein paar? Blub, wo ist denn das überhaupt drin gewesen? Hier Waffen, andere Werkzeuge. Hier theoretisch haben wir noch eine Schere. Ja, immer mal wieder Wolle, 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 Wolle. Ne, ihr Schafe, dazu seid ihr doch da, um eine Wolle zu geben. Für das Schiffchen, was wir nebenbei bauen müssen. Das soll ja mal irgendwann fertig werden. Ja. Gebt mir eure Wolle. Jetzt ist hier drüben natürlich das Fleisch noch. Das scheiße ich jetzt drauf, auf gut Deutsch gesagt. Weil ich gehe jetzt kein Risiko ein, die Karnickel wieder irgendwie freizulassen oder sowas. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. So, da wachst ihr mal, ihr Schafe. Ich gehe so lange mal ein bisschen... Ach, schade, der Baum übrigens. Der Baum, der sollte eigentlich so wachsen wie die anderen. Das hat er wieder nicht gemacht. Das heißt, der muss wieder gefällt werden. Bestenfalls kommt dann natürlich auch wieder ein Sapling raus irgendwie. So, dass wir den auch wieder neu pflanzen können. Weil ich habe ja hier zwei Bäume stehen. Drei Bäume stehen, die sind genau gleich gewachsen. Und der... ist der einzige, der das nicht so gemacht hat. Der soll aber genauso wachsen. Ich hoffe, dass das noch irgendwie klappt hier. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Muss ich ihn selber bauen am Ende. Den Baum. Jetzt ist ein Sapling rausgekommen. Zack. Probieren wir es nochmal. Irgendwann muss es ja mal werden. So. Jetzt machen wir das mit diesen Steinstufen hier mal fluxi. Ja, Hundis. Eigentlich müsst ihr jetzt mal weg. Beziehungsweise, ne, das geht schon so. Hier oben würde ich es tatsächlich lassen. Das ist, ja. Ach, ich sehe gerade die Folge. Ist eh gerade schon wieder fast vorbei hier. Können wir dann beim nächsten Mal machen. Jo, so machen wir's.